Angesichts der Instrumentalisierung von Meinungen, angesichts von Hass, Hetze und Gewalt, benötigt die engagierte Zivilgesellschaft jede Unterstützung, die wir ihr geben können. In Krisenzeiten mehr denn je. Und dafür haben wir heute einen wichtigen Schritt gemacht. Das Bundeskabinett hat den Entwurf des Demokratiefördergesetzes beschlossen. Damit haben wir zum ersten Mal einen gesetzlichen Auftrag für den Bund geschaffen, zivilgesellschaftliches Engagement und politische Bildung in seiner Qualität zu erhalten und zu stärken. Ein solches Gesetz hat es bisher in Deutschland nicht gegeben.